Hallo, ich möchte euch heute das DAB Digital Radio 500 von Technisat vorstellen, da mein altes Internetradio so langsam den Geist aufgibt und nicht mehr so will, wie ich will, habe ich mir via Amazon das Digital Radio von Technisat 500 bestellt. Heute kam gestern bestellt, heute kam es an. Wir machen es mal auf. Das ist noch verschlossen gewesen. Schauen wir, was alles drin ist. Bedienungsanleitung in Deutsch. Netzkabel. Fernbedienung. Und das Radio selbst. Das war alles im Karton. In dem Amazon-Karton war noch ein 10 Euro Technisat-Gutschein dabei. Was kann dieses Gerät? Eine ganze Menge. Es hat eine Antenne, sprich, ich kann nicht nur Internet damit hören, sondern auch DAB Plus, DAB und UKW. Über 11.000 Internetsender kann ich damit empfangen. Hier unten ist noch eine Klappe. Ich mache mal den. Da kann ich ein iPhone oder iPod reinstecken und kann dann die Musik darüber auch hier hören. Wird bei mir nie vorkommen, weil ich nur Android-Geräte habe. Farbdisplay. Ja. LAN-Anschluss habe ich auch. Ich kann hier also nicht nur über WLAN Internetradio hören, sondern auch über LAN, wenn ich das möchte. Wird bei mir auch nicht vorkommen, da das Gerät eher im Schlafzimmer stehen wird und ich dort lediglich über WLAN den Empfang habe. Kostenpreis 169 Euro. Ist nicht ganz billig, aber auch nicht so teuer. Insbesondere wenn man bedenkt, dass man hier ja auch UKW, DAB und DAB Plus hören kann. Ich werde in den nächsten Tagen, Wochen ausprobieren. Dann gibt es auch noch einen Blogbeitrag dazu. Ansonsten nochmal gucken von hinten, von der Seite, vom Design her. Recht gut gelungen. Tja, wie es aussieht, wisst ihr jetzt. Was es ungefähr kostet, wisst ihr auch. Schauen wir mal, was das Gerät so kann, wie es sich schlägt. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Tschüss!